kann sein neuer Part von Super Star Wars. Es geht los bei Part 5 und ich habe mir Chewie genommen. Und wir sehen jetzt auf dem so ein fliegenden Schiff. Genau, das ist die Szene, wo Luke dann hier beinahe hinuntergeworfen wird und sich dann aber befreien kann. Ja, ist es Luke? Was? Aber Luke ist dieses Riesenviech. Ja, na, dann wird er doch beinahe da runtergeschubst, oder? Das war so. Ja, das. Ah, ja, stimmt, oder? Ich habe den dritten nicht geschaut. Also, ich habe schon geschaut, aber sehr aktuell. Am Wochenende habe ich die Zweier geschaut. Okay, cool. Und vom Einser, kommt die zweite Hälfte. Gott, da muss man aufpassen, das ist ein tricky Level. Am Donnerstag kommt der Star Wars in die Kinos. Wenn der Part rauskommt, ist Star Wars schon rausgekommen. Ja, genau, bei uns ist. Also, nur damit ihr gerade wisst, wo wir aktuell stehen. Genau, wir stehen ein bisschen durch den. Wir schauen aber nicht. Dann habe ich die Filme mit meinem Freund angeschaut. Das ist noch einmal. Wir schauen aber nicht gleich den Star Wars-Film als Premiere. Genau, da ist so viel los halt mit der Schande. Ja, und wir haben den Besuch. Ja, aber okay. Ich sehe, man kann auch, glaube ich, gar nicht vor der Sache bei uns. Das ist ein bisschen anders. Weil immer nur das Programm für eine Woche ist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich habe nicht mehr gesehen. Ist egal. Wir kommen ja schon noch zu dem Glück. Neuen Star Wars 7 Teil zu sehen. Erwachen der Macht heißt er. Oh ja, ja, ich bin. Michi stirbt das mal. Das hast du. Echt? Ja, oder? Weiß ich nicht. Wir haben so abgemessen, keine Ahnung, oder? Doch, wir haben es abgemessen. Oder? Ich habe gerade gesehen, aber hast du gesehen, hätte man auch eins hätte davor stehen können. Echt? Ja, gerade auch ein bisschen durchgeschaut. Okay. Wo stehen wir? Können wir über den zweiten Teil reden? Achso. Da werde ich mich gut daran erinnern. Also, da essen sie ja die Rebellen. Auf der Eiswüste ist die Kaboom. Hort ist die. Hort. Ja. Das Eisplanet, genau. Genau. Dann wird ja noch Luke von einem Ding gefangen, von einem Yeti. Genau. Und Han Solo rettet ihn dann. Also halt, also er kann sich zwar selber befreien, aber er wird dann halt draußen rum, ist halt ganz schwach. Und genau. Und dann kommt halt das Vader auch auf diesem Planeten. Also er greift halt an, ist halt angreifen. Wer möchte Luke haben? Weil er und der, hier ist er nochmal, der Imperator, die spüren halt, dass Luke sehr stark ist. Und dann wollen sie ihn halt auf seine Seite geben. Und dann stellen sie ihm halt eine Falle. Dem sie seine Freunde, also Han Solo und Leia. Gefangen. Aber das schaut sich an. Oh, das Ding hat schon hier. Gut, was ist denn das schon wieder für ein Zeug? Der Schwein ist super, das sagt mir, wo ich stehen kann. Stimmt. Ah. Oh, das ist hier umgebracht. Genau. Ist, das sind die diese Wolkenstadt. Ja, vielleicht. Genau. Das heißt nur so grob. Am Ende kämpft der Luke gegen das Vader. Ah, und hier. Dinge. Die Himmelstadt. Genau. Ja, toll. Oh, das ist ja unheimlich geil. Und Han Solo wird noch ein Carbonit eingefroren. Das stimmt, weil seine Schulden bei Chava nicht will. Nee, das stimmt gar nicht. Nicht. Das habe ich auch gedacht. Aber. Ich hätte das immer so erinnert. Ja, habe ich auch gedacht, aber stimmt gar nicht. Also er hat schon Schulden, ne? Ja. Aber hier ist tot. Also Darth Vader und der Imperator, die wollen ja den Luke lebend haben, ne? Und deswegen wollen sie eigentlich Luke in Carbonit eingefrieren, ne? Okay. Aber dass sie nicht wissen, ob das ein Menschenfrucht wird, die das bloß an Kohlenstoff da machen, ne? Ja. Und sie deswegen Han Solo eingefrieren, sag ich. Und das sagen sie Chapa. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Mit Chapa vor allem. Irgendwas ist in Chapa noch, genau. Er kommt dann zu Chapa, genau. Ja, genau. Oder wird er dann zu Chapa gehen? Ich habe den Film schon ewig lang gesehen. Ja, der kommt dann zu Chapa, weil der Kopfgejäger kriegt den dann irgendwie. So, weil der Kopfgejäger hätte eigentlich eine Menge Kohle für Han Solo bekommen oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas war da, genau. Weißt du, was mit dem Kopfgejäger los ist? Wie meinst du? Der Kopfgejäger hasst halt die Jedis. Weil die Jedi seinen Vater in den ersten Teil 3 Filme, ich weiß nicht, wer das war, das töten die den ja. Scheiße, bin ich wieder tot. Okay, Luke ist am besten. Enter your name. Und das sparen wir uns gleich wieder. Und der Kopfgeger ist Babo Fett oder so. Und ich will auch sagen, das Viech, das braune, ich weiß nicht, wie es heißt, wie das große, das Rancor heißt es. Rancor? Rancor. Das ist sogar das Level, so heißt es. Es war echt mega peinlich, aber. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch am Wochenende, also am dritten. Advent. Habe ich auch einen Star Wars. Hier. Stream mitgemacht.
Da habe ich Lego Star Wars gespielt. Pack ich hart die Links, Episode 1, die dunkle Tore. Pack ich auch hart meine harten Links. Du hast auch Lea gespielt, oder? Hä? Nee. Das war deine Frau gespielt, ich habe den Stream erst kurz mal gesehen. Da war ich keine Frau. Nicht? Warst du dann? Das war die Prinzessin Bedana. Hochschnittschätze? Gott, die. Ja, ich habe nur ganz kurz geguckt. War auf jeden Fall Mordspross, kann ich sagen. War aber nicht auf so Bett. Warte, die kann man sich nochmal heilen. Heißt das drüber drücken? Wie hier gerade drücken drüber? Keine Ahnung. Hier, hier. Und wie? Soll ich noch was drücken? Keine Ahnung. Was ich. Jetzt bist du voll. Dumme Sau. Maximum Power, das ist sein. Oh, sie ist ja hochspannen, oder? Ja, bei den Schwertern. Aber ich hab die Tunnel jetzt nicht gegeben. Blöd, in die Mitte schießen. Fragt er einfach, das ist scheiße auf dich. Mensch, sieht aus wie ein Hans Peter oder was? Huch. Ist das Chabas auch sein Ding, oder? Was war das Chabas? Ist auch Chabas Schiff gewesen? Ja, es gibt schon noch irgendwie Chabas. Ne? Chabas. Ist er unter, oder? Ja. Nein. Nein. Oh Gott. In den Himmel, empor. Okay. Ganze Konzentration. On the platforms. Das ist Schwein. Schwein, es geht ab mit dem Schwein. Ab geht das Schwein und das Schwein. Oh, jetzt wird es zu endlich. Wie will ich wieder machen? Also, diese kann man auch bei dem Leo spielen. Auf Y. Ja, also, die ist so cool. Da gibt es aber in dem zweiten Teil so eine Szene, wo Luke dann bei Yoda ist. Mhm. Und dann guckt, also, die ist so ganz niedlich beim Fenster rein. Das ist so, ja. Das ist so süß. Ich finde R2 und C3PO eben nicht. Ich finde es so krass. Das ist ja auch so Liebling, okay? Wie sie. Ja, der Chu ist ja ein Liebling. Nö. Die sieht ja gar nicht lang. Mein zweiter Liebling ist das. Da muss ich schon. Ich finde es so krass, wie sie im zweiten Teil auch den. Ich sag gleich nochmal, den 3PO so zerlegen, ja. Der geht ja irgendwo rein, weil er eine R2-Einheit hört, dann zerschießen die den ja voll hart. Ja, aber es ist zusammengepasst. Und Chui findet ihn dann auf dem Schrottplatz. Was hinten? Was? Kleine Melonen oder so? Nee. Was sind das hier für ein Peter? Nein, nämlich an diesem Guardian of the Galaxy Film, da war so eine, auch eine grüne Frau. Das ist ja das männliche Wesen eigentlich. Ja, ja, klar, das ist männlich, aber in dem Film war es halt eine Frau. Das ist ja da. Und hört, das ist ja cool. Also, ich sehe eine Turtle irgendwie. Ninja Turtles! Ninja. Oder so, den Band und so. Raphael! Warte, letzte Woche auf den Tollwutter Weihnachten. Da gab es auch eine Tollwutter-Maske. Echt? Und zwar bei meinem Hausmann gibt es eine Sturmtruppler-Maske. Was ist jetzt? Was geht jetzt ab? Kampf von mir. Wie ist der? Das ist Kampf. Kampfkurs. Alle Fans, bitte schreibt uns in die Kommentare, wer das ist. Lass es. Alter, was ist das denn? Lasse die Spiele beginnen. Ich habe ja schon wieder seine Kurve. Ich denke, ich mal Fliegestützen, das ist voll der Mucki, aber ich schau dir mal die Oberarme. Take this. Wenn deine Dinger schwingt, dann musst du schon. Ja, ja. Schau. Nein, ich stehe. Es geht nichts. Dann musst du schon heu. Schwipf! Was heißt du schnell? Schwipf! Springenähre! Springenähre? Oh. Wo sie nicht besiegt. Ja, so. Das ist ja voll blöde. Ich finde. Ich find, nein, bist du noch tot? Das darf man doch nicht so blöd springen. Du hattest einfach easy stehen, weil er hat dich gar nicht verletzt. Ich bin gestorben! Also sieh mal, wie schwer dieses Spiel ist, meine Freunde. Ja, es ist nicht easy. Spundruck, Skyrook, Servus. Oh, mein Vater. Genau, am Ende erfährt ihr noch zurück zum Film. Am Ende erfährt ihr Filmfrage. Wir reden über Episode 5. Da. Na, no, Mensch, wie heißt die 5? Das Imperium steht drin. The Empire Strikes Back. Und dann kämpft halt Luke gegen Darth Vader. Ja. Und davor geht er natürlich noch mal bei, fängt bei Yoda die Ausbildung an. Mhm. Und. Genau, hat Darth Vader am Ende ja
dir dein Vater? Und dann sagt Luke, stimmt gar nicht. Obi-Wan hat gesagt, dass Darth Vader sein Vater Anakin Skywalker getötet hat. Ich meine, so gesehen hat er ihn ja auch getötet. Er dachte, das Böse ist, dass sein Vater in ihm so alt ist, auch gestorben. Stimmt. Was dann das Krasse ist. Aber damals hat auch, wird ja, hat auch Anakin Skywalker gegen. Wie heißt der? Darth Vader auch. Anakin Skywalker damals auch gegen. Imperator gekämpft? Nee, nicht Imperator. Wie heißt der? Darth Maul? Nein. Obi-Wan hat damals gegen ihn gekämpft. Ja. Ich glaube, Obi-Wan hat ihn auch gut zugerichtet, ja, glaube ich, oder? Weil Anakin hat ja auch seine Ausbildung nie ganz abgeschlossen, hat er ja dann beim Bösen abgeschlossen. Ja. Aber Luke ist ja ein guter und geht nicht sein Böse, auch wenn wir es hart gespoilert haben. Er ist sofort ein guter. Mhm. Genau, was ich dann so krass finde, weil ja Luke gerettet am Ende. Mhm. Dann mit Leia irgendwie Kontakt aufnimmt oder so. Und dann spricht aber. Also sein Vater zu ihm und sagt dann Luke. Und sagt Luke aber Vater. Das ist krass, dass er dann das Vater zu ihm sagt. Was später ist denn? Und davor sagt er aber, dass er ist und er wusste, dass er sein Vater ist. Er sagt das? Doch auf sich hören soll und so Zeug. Weil er mich jetzt dann mit Luke als seinem Sohn den Imperator ausschaut. Das sagt er auch schon. Mhm. Und als man den Imperator zum ersten Mal sieht, halt, halt in den drei letzten Teilen, da sagt er auch, dass er ein, also dass halt dieser Skywalker so ein Kind von Anakin ist. Ja, easy war easy, so bisschen. Ich hab halt was hat geht kaputt und Ende. Deshalb machen wir mal einen Part Schluss. Genau, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Wir schauen uns jetzt an, was es ist. Inside, aha, cool. Ich glaube, Leia dran. Ich glaube, jetzt ist Leia so. Ich glaube, jetzt wird sexy für alle Männer dann. Schreibt mir an, wenn ihr sexy für Superhero-Puskin. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.